Jimmy, ist alles in Ordnung? Also, es gibt keine Schützen, es gibt keine Patronenhülsen, wir haben gar nichts. Kann uns dieser Typ denn gar nicht helfen? Er ist ein Zeuge und kein Verdächtiger. Als Assistent des Rechtsmediziners wird er dafür bezahlt, Dinge zu beobachten. Er ist kein Ermittler, er ist ein Mitglied ihres Teams. Nein! Er arbeitet für Dr. Birky, er arbeitet für Sie. Hat Ihnen was die Stimmung verdorben? Die Viren? Ja. Die Direktorin kommt Ende der Woche wieder und ich will nach Hause. Meine Kinder fehlen mir und sind Jäger auch. Dann wegen des Falles mein Flug nicht gekriegt, ich will das gelöst, das bin ich hier bekommen. Ich bin der Meinung. Ich sagte ja, ich kenne das. Einige habe ich im Parkhaus des Navy Annex gesehen, aber der Kerl, der auf mich geschossen hat, ist nicht dabei. Was ist mit dem Foto in dem Reisepass? Definitiv der Tod. Auf jeden Fall. Und der Name in dem Pass? Es war nicht derselbe wie auf dem Führerschein. Er lautet... Baxter? Also, ich glaube, der Name in dem Pass... S-U-S oder... Zum Teil nicht lateinisch. Sie wirkte wie... Hieroglyphen. Wie sah er aus? Blauer Einband. Auf war ein stilisierter Adler an den Stern. Es sah einem Wirbel ähnlich. Irgendwie... wirbelig. Sie haben also einen Mann mit Waffen gesehen und sich entschlossen, ihm nachzulaufen? Nein, ich bin zuerst losgelaufen und dann habe ich die Waffe gesehen. Ich weiß nicht, ob Sie dumm oder mutig waren. Nicht mutig genug. Schwarz, matt? Ziemlich groß. Sie meinen den Lauf? Ja, den meine ich. Ich rufe an, dass Sie jetzt rausfahren. Nein, nein, ich bin voll da. Es geht schon. Na schön. Die Größe? Er war mittelgroß. Jetzt vielleicht noch ein bisschen präziser. Es ging einfach unheimlich schnell. Aber Sie haben ihn genau gesehen. Ja, wirklich ganz gut. Was ist denn das? Ich verwende den Satz des Pythagoras. Wenn ich zwei Fixpunkte habe und den Schützen als drittes feststehendes Objekt mit einbeziehe, kann ich die Entfernung berechnen. Okay, das ist genug für heute. Sie gehen morgen früh zur Schule und sagen, wir stellen mit ihr ein Phantom. Ich will ein Ding. Ein echter Führerschein, eine falsche Adresse und ein gefälschter Pass, so wie bei Jason Bourne. Sollen wir Matt Damon zur Fahndung ausschreiben? Fingerabdrücke. Baxter taucht im Kalender. Und hat auch nicht mal mit ihm. Er ist nur rauszukriegen. Thank you.
Scheiße. Ich habe Anzeichen für eine Blutung in der Lunge gefunden. Wir haben das gehen Sie auf den Posten zu meinen. Hat er Zeit zu viel gefunden? Ja, eine Blutverbesserung. Er hatte was zu verbergen. Todesursache? Er ist verblutet. Außer dem Blutriss und der gequetschten Leber gibt es noch reichlich Unterleibsverletzungen, ganz zu schweigen den Brüchen. Ein Sturz? Er hatte katastrophale Folgen. Ich nehme an, durch den Schlag auf den Kopf hat er das Gleichgewicht verloren, was zu dem Sturz in seinen Vorzellen und Tod geführt hat. Oh, ein Ausdauer, wie das hier in dein kleines Mosaik passt, doch es ist auf seinen oberen Extremitäten und überall in seinen Atem. 10, 11, 4, 4, 4, 4. Ja, offensichtlich. Und was ist das? Wir untersuchen es mal. Danke, danke. Wie geht es Mr. Palmer? Seine Hilfe fehlt mir nun wirklich mal. Lernt jemand über ihn das zu schätzen, wenn er nicht mehr da ist. Ja, er hat schon. Jimmy hat den Schützen vielleicht nicht richtig gesehen, aber ich fürchte, der Schütze hat dafür ihn sehr gut gesehen. Danke. Lass mal den Schützen meine Sorge sein. Mein Süppchen köchelt vor sich hin und jetzt wieder zu meinem Meisterwerk. Weite die Nasenlöcher. Vielleicht ein bisschen weniger. Was ist mit den Ohren? Etwas größer. So groß man auch wieder nicht. Ja, das ist gut. So, dann wirst du jetzt noch den Orbicularis Oris verteilen. Den was? Den Bereich zwischen der Nase und der Oberlippe. Oh, die Nasenrinne, meinst du, Jimmy? Ich bin nur mit der Lippe an einem Staubsauger hängen geblieben, der im Kaufhaus stand. Ich habe etwa ein Liter Speichel verloren, bis mein Cousin den Stecker zog. Ich habe noch heute Albträume. Ich kann nicht mit dem Staubsauger allein bleiben. Wie alt warst du denn? 22. Das war Fasching, oder? Hallo. Das ist der Kerl. Das ist der Kerl? Wer hat also den Pass mitgenommen? Ja, wieso was ist? Dann hat Dr. Checker auf dich geschossen. Nein, ich glaube, du meinst Mr. Hyde. Dr. Checker hat den Tank zusammengemischt, oder? Sieh mal, ja, du hast sein Wesen hundertprozentig getroffen. Diese Wut, den Vorsatz, die Blutrünstigkeit. Und sein Aussehen? Sein Aussehen, die Ähnlichkeit ist wichtig. Pass auf, wir fangen nochmal an. Also, er war ein Weißer, richtig? Ich habe ihn nicht erwischt und jetzt kann ich ihn nicht mal identifizieren. Jetzt denkt bestimmt, ich bin zu nichts zu gebrauchen. Nein! Jimmy, du hast einen Irren mit einer Waffe verfolgt. Du bist echt ein taffer Kerl. Du bist Iron Fist mit Zahnkatsche. Du bist Baby Gips. Findest du? Herr Schachboss, vor zwei Tagen gingen von beiden Bäckerfällis Anrufe beim selben Festnetzanschluss ein. Was? Ein Trailerpark in Alexandria. Ja, ich hoffe, es gibt keinen Tornado. Aber was sind das? Ein Tornado ist ein Kunde. Raus, 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 sag bloß. Das hätte ich wissen müssen. Sieht aus, als hätten wir den Sturm verpasst. Prozent der Einwohner einen Pass haben, sind es etwa 200 Millionen Verdächtiger.
Kommen nur mehr oder weniger. Ich habe mal an einem Überlebenskurs teilgenommen. 2 Wochen allein im Wald. Ich bin sogar einem Bären begegnet. Aber dann sehe ich 10 Sekunden lang ein Verbrecher und weiß nichts mehr. Und das verstehe ich nicht. Hatte denn der Bär im Wald eine Knarre? Nein. Da hast du es. Man weiß es wohl nie, oder? Was? Wie man sich in einem kritischen Augenblick verhält, wenn man kaum Zeit hat, eine Entscheidung zu treffen. Thank you.
Stop.
wird sehr lange dauern. Dieses unglücklichen Fingerabdrücke kriegen. Wie lange, Mr. Harris? Wir können die Säule jetzt aufbohren, aber wir müssen auf dem Stand wieder machen. Wir sind unterwegs. Danke für